verlassen wir die Steinzeit und geben uns in die Eisenzeit. Und damit verändern sich auch die Siedlungsgebiete der Menschen. Ich bin hier an die Nordküste des Mainlands gereist zum Broch von Görres. Und das, was ihr hinter mir seht, ist ein Broch. Und das ist ein überaus ungewöhnliches Gebäude. Denn Brochs gibt es zwar in Schottland, ziemlich viele, aber nur in Schottland. Das sind so Bergfriede, die wir eher aus dem Mittelalter kennen. Die wurden hier schon in der Eisenzeit 500 vor unserer Zeitrechnung gebaut. Und diese Brochs hier auf Orkneys wiederum sind deshalb besonders, weil sie keine einzeln stehenden Türme waren, sondern sich drumherum Siedlungen und Dörfer entwickelt haben. Und hier auf diesem Gebiet haben mindestens 1000 Jahre lang Menschen gelebt. Von den ersten Eisenzeitmenschen, aus denen sich dann vermutlich die Pikten, die Kultur der Pikten heraus entwickelt haben, bis dann zu den Wikingern, denn auf dem Gelände hier hat man auch ein Wikinger-Grab gefunden. Insofern Zeit für Steinballen am Kamin, das ein bisschen zu sortieren. Danke an den Steinballen im Außendienst, der, zumindest was das Wetter betrifft, wohl ziemlich die A-Karte gezogen hat. Wir hingegen machen es uns vor dem warmen Kamin gemütlich und sprechen über die Eisenzeit. Zuerst muss man sagen, Eisenzeit, das klingt irgendwie gewaltig groß und entspricht natürlich dem Wunsch von Historikern und Archäologen, etwas zu schematisieren. Und da bietet es sich natürlich an, mit dem Aufkommen der Metalle, also von den Werkzeugen her gedacht, die Zeiten zu strukturieren. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Ihr seht es schon, die Bronzezeit habe ich jetzt auch einfach mal übersprungen. Und auch zur Eisenzeit muss man sagen, dass ich glaube im Kern die Lebensverhältnisse der einzelnen Menschen sich gar nicht so gravierend unterschieden haben von der Bronzezeit, von der Jungsteinzeit. Das lässt sich ganz gut beobachten, wenn wir nachher die Bilder sehen von diesen Gebäuden um den Broch herum, also diese Eisenzeitsiedlung. Da sehen nämlich die Innenräume, wie sie gestaltet sind, fast identisch aus, so wie wir sie in Skara Brae gesehen haben. Also wie die Bettstellen organisiert sind, wie so kleine Lagerkuhlen, wie die Regale gebaut sind und ähnliches. Natürlich haben die Metalle natürlich einen Einfluss gehabt. Werkzeuge wurden besser, das Arbeiten wurde leichter. Damit ist vermutlich auch größerer Reichtum geschaffen worden, weil mehr durch weniger Menschen erreicht werden konnte. Das darf man nicht unterschätzen. Aber vermutlich ist die wichtigste Veränderung dieser Metalle oder die diese Metalle für die Gesellschaften gebracht haben, ist, dass es gefährlicher wurde. Denn diese Metalle wurden natürlich auch und ich glaube sogar im Wesentlichen für die Waffentechnologie eingesetzt. Das heißt, der Schritt von der Stein- über die Bronze zur Eisenzeit war gewaltiger, was Schwerter und Bögen betrifft, beziehungsweise Pfeilspitzen natürlich. Und das kann man sehr gut daran erkennen, dass genau in dieser Zeit, so ab dem 8. Jahrhundert, sprechen wir in Schottland von der Eisenzeit, dass dort auch archäologisch sehr gut nachzuvollziehen ist, dass so ja, Verteidigungsanlagen immer größer und immer wichtiger wurden. Und insofern passt es wunderbar zusammen, dass diese Brochs dort entstanden sind in der Zeit, in der das Eisen aufgekommen ist. Das ist natürlich nur eine Theorie, eine Interpretation, aber man kann davon ausgehen, dass die Zeiten gefährlicher wurden, dass Kriege möglicherweise auch größer wurden, oder das heißt Kriege, militärische, gewalttätige Konflikte größer und gefährlicher wurden und dass die Menschen das Bedürfnis hatten, Schutz zu suchen in bestimmten Verteidigungsanlagen. Die Eisenzeit umfasst einen sehr langen Zeitraum. Ich sprach ja vom 8. Jahrhundert vor Christus und im Prinzip endet sie dann auch mit dem Mittelalter, man könnte sagen mit der Christianisierung, man könnte vielleicht auch sagen mit den Wikingern, mit den Nordmännern, die dann hier auftauchen. Allerdings ist das eine sehr schematische, künstliche Einteilung, die vor allem aus der Perspektive der Fachwissenschaften geprägt wurde. Vielleicht zur Erläuterung, die Geschichtswissenschaft, die orientiert sich ja sehr stark an den schriftlichen Quellen. Alle Zeiten, in denen es noch keine schriftlichen Quellen gab, sind vorgeschichtliche Zeiten für die Geschichtswissenschaft. Die Archäologie konzentriert sich auf die materiellen Quellen. Natürlich gibt es dort große Überschneidungen. Es gibt natürlich Schriftkulturen, logischerweise, die viel materielle Kultur hinterlassen haben. Aber dadurch kommt, dass das frühere Zeitalter, wie die Steinzeit, die Bronzezeit, die Eisenzeit, eben nach den materiellen Kulturen bezeichnet werden, während später dann andere Epochenbezeichnungen relevant werden. Wir sind also für die Geschichtswissenschaft hier noch in einer vorgeschichtlichen Zeit, in einer
Zeit, in der es noch keine Schriftsprache gab. Dennoch haben sich die Kulturen langsam, kontinuierlich, ohne große Brüche hier weiterentwickelt, von der Jungsteinzeit über die Bronzezeit hin zur Eisenzeit. Früher hat man alle Funde, die älter waren als die der Wikinger, pauschal den Pikten zugeschrieben. Im Prinzip war die Kultur der Pikten sowas wie die Eisenzeitkultur hier in der Gegend. Aber inzwischen ist man da extrem vorsichtig geworden, denn man weiß, dass das vor allem erstmal eine Fremdbezeichnung der Römer gewesen ist für all die Barbaren nördlich ihrer Grenzen. Die Römer sind ja bis weit nach Schottland vorgedrungen und hatten natürlich Ärger mit den Stämmen hier im Norden. Die sind dann auch immer mal wieder eingefallen und das waren für die alle Pikten. Aber die Pikten sind für uns ein überaus rätselhaftes Volk, das gar nicht klar zu fassen ist. Wir wissen, also inzwischen wird sogar in Zweifel gezogen, dass es überhaupt so etwas wie eine einheitliche Kultur gab. Man kann mutmaßen, dass eben dieser Druck durch die Römer dazu geführt hat, dass die Stämme hier dagegen sich in gewisser Weise organisiert haben, vielleicht eine übergeordnete Herrschaftsform angenommen haben, die man dann vielleicht als piktische Kultur bezeichnen kann. Aber es ist wahnsinnig wenig bekannt, vor allem auch deshalb, und jetzt bin ich wieder beim Thema, weil die Pikten keine Schriftsprache gehabt haben. Was sie hinterlassen haben, sind ja so rätselhafte Zeichen, symbolische Darstellungen, also Zeichen ist schon zu viel gesagt, symbolische Darstellungen, Steinritzungen, das klingt jetzt sehr primitiv, die sind aber sehr, sehr kunstvoll, die aber nie so richtig entschlüsselt werden konnten. Also man sieht natürlich, was darauf zu sehen ist, also Krieger und Tierbilder und ähnliches, aber ob das noch eine symbolische Bedeutung hat, das weiß man überhaupt nicht. Insofern ist alles, was die Pikten betrifft, im Prinzip eine große Unklarheit. Und man kann wirklich sehr, sehr, sehr wenig dazu sagen. Was man weiß, dass dann im 8. Jahrhundert spätestens die Pikten christianisiert wurden oder den christlichen Glauben angenommen haben, weil es gibt piktische Überreste, wo dann schon Kreuzsymbole zu sehen sind. In Schottland gibt es über 500 dieser eisenzeitlichen Brochs, aber der Broch auf Gurness ist eine Besonderheit. Denn hier hat sich um den Turm herum ein Dorf gebildet, das etwa von 200 vor unserer Zeit bis 100 unserer Zeit besiedelt war. Man kann noch heute gut den Eingang zu diesem kleinen Wehrdorf erkennen. Der Weg führte direkt auf den Broch zu, links und rechts ging es zu den Steinhäusern ab. Diese Häuser sind wie auch in Scarabrae fast identisch aufgebaut. Neben einer Feuerstelle lassen sich Steinregale, Betten und sogar eine eisenzeitliche Toilette erkennen. Das Dorf war extrem gut befestigt. Die Außenwände der Häuser bildeten einen Mauerring, dahinter lagen drei Schutzwälle. Und als letzte Verteidigung diente der Broch selbst, der vermutlich nicht bewohnt wurde. Zwischen 500 und 800 siedelten auf den Ruinen dieses Dorfes die Pikten und noch etwas später nutzten die Wikinger wiederum diesen Hügel als Grabstätte für eine unbekannte Wikingerfrau. Die Anlage befindet sich direkt an einem Meeresarm namens Ainhellow Sound und bemerkenswert ist, dass man an diesem Sund insgesamt 11 solcher Brochs entdeckt hat. Wovor mussten sich die damaligen Menschen dort schützen? Voreinander? Ende des 8. Jahrhunderts kamen dann die Wikinger auf die Orkneys und nicht nur auf die Orkneys, sondern sie waren überall auf den britischen Inseln irgendwo präsent. Und in kürzester Zeit haben sie hier komplett die Macht und Kontrolle übernommen und das Land besiegelt. Und was zwischen den Pikten und den Wikingern, den Nordmännern, vorgefallen ist, das ist ebenso völlig unklar. Es gibt drei große Theorien. Die erste Theorie ist, dass es so eine Art Völkermord gegeben hat, dass die Nordmänner also einfach alle hier umgebracht haben. Die zweite Theorie ist, dass sie sie versklavt haben. Das war ein großes Geschäftsfeld der Wikinger, Sklavenhandel zu betreiben. Die dritte Möglichkeit ist, dass es eine kulturelle Verschmelzung gab, bei der aber ein Partner, nämlich die Pikten, komplett aufgegangen sind und diese nordische Kultur übernommen haben. Man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass diese piktische Kultur
komplett verschwunden ist. Also die Art und Weise, Häuser zu bauen, diese Kunst, die man gefunden hat, der christliche Glaube ist erstmal wieder verschwunden und es wurde diese nordische Sprache übernommen. Also es ist nichts übrig geblieben. Auch das ein großes Rätsel im Zusammenhang der Pikten. Ansonsten trieben dann hier die Nordmänner, was sie auch sonst in Norwegen oder in Dänemark so getrieben haben, also Ackerbau, Viehzucht, Handel, Seefahrt und sicher auch Raubzüge. Die Orkneys waren nicht irgendwie ein Randgebiet, sondern sie lagen wirklich im Zentrum dieser Wikingerwelt, also zwischen Norwegen und den britischen Gebieten, den westlichen Inselgebieten in Irland waren sie ja aktiv. Das war also ein zentraler Baustein dieses Wikingerreiches und dementsprechend tauchen ja Berichte über Kriege aus den Orkneys in den verschiedenen Schlachten hier und da auf und es gibt sogar eine eigene Saga, die Orkney-Inga-Saga über die politischen Ereignisse auf den Orkneys um 1000 etwa beginnend und großes Thema ist nämlich die Christianisierung zu dieser Zeit, denn und das ist dann natürlich ein gewisser Treppenwitz der Geschichte. Die Pikten, die schon christlich waren, die wurden erstmal verdrängt von den heidnischen Nordmännern, aber 100 Jahre später oder spätestens 200 Jahre später sind sie dann selber christlich geworden und haben diese Kultur angenommen und haben dann auch Kirchen gebaut. Und Kirkwall, dieser Name, der stammt tatsächlich aus dem Nordischen und meint sowas wie die Kirchenbucht. Also das war offenbar ein erstes religiöses Zentrum, diese Stadt. Man findet dementsprechend auch einige Runeninschriften verteilt auf den Orkneys. Besonders gut hat mir das gefallen, was man in dieser steinzeitlichen Grabkammer in Messhof gefunden hat. Also da waren offenbar auch Wikinger zugange, haben das Grab ausgeräubert, aber das war vielleicht auch schon leer. Auf jeden Fall hat man sich dort aufgehalten und hat in die Steinplatten Dinge eingeritzt. Unter anderem sowas wie Ingigerd ist die schönste aller Frauen oder hier schreibt der beste Runenritzer der westlichen Ozeane oder solche Sachen wie im Nordwesten ist ein Schatz versteckt. Offensichtlich Gags. Blödes Zeug, Graffiti-Kram, was dort einfach eingeritzt wurde, ohne größere Bedeutung. Die mit Sicherheit beeindruckendste Hinterlassenschaft der Wikinger auf den Orkneys ist die Kathedrale des heiligen Magnus in Kirkwall. Ihr Bau begann im Jahr 1137 und es sollte 300 Jahre dauern, bis sie vollendet wurde. Bemerkenswert sind die zwei verschiedenfarbigen Arten von Sandstein, die beim Bau verwendet wurden. Aufgrund der langen Bauzeit lassen sich im Inneren sowohl romanische als auch gotische Elemente entdecken. Das Leben und der Tod des heiligen Magnus, dem diese Kirche von seinem Neffen Rönnwald gewidmet wurde, ist das zentrale Thema der Orkney-Inga-Saga. Denn Magnus, der damalige Earl der Orkneys, der schon Christ war, weigerte sich laut der Sage, Klöster zu plündern. Es kam später zu einem Konflikt mit seinem Cousin Hakon, der ihn in eine Falle lockte und umbrachte. Die Gebeine des heiligen Magnus liegen noch heute als Reliquien in der Kirche und waren lange Zeit das Ziel vieler Pilgerreisen. Doch auch Spuren des vermeintlichen Mörders Hakon lassen sich auf der Insel finden. Die Orkney-Inga beschreibt eine Rundkirche, die eben dieser errichten ließ, nachdem er sich zur Buße auf eine Pilgerreise ins Heilige Land begeben hatte. Von der kreisrunden Grabeskirche inspiriert, ließ er bei Orfir eine kleine Rundkirche erbauen. Direkt daneben wurden die Grundmauern einer großen Methalle gefunden, die ebenfalls in der Saga erwähnt wird. Die Orkneys gehörten in diesen Wikingerzeiten zum Königreich Norwegen und später zum Königreich Dänemark. Hier herrschten nordische Earls, die getreue Vasallen eben dieser Könige gewesen sind, und zwar über 300 Jahre lang. Aber dennoch war es natürlich so, dass die Orkneys sehr nah am schottischen Kerngebiet lagen und insofern
ja, vertieften sich die Beziehungen zwischen diesen Norwegern hier und die Schotten auf dem Festland immer mehr. Und es gab auch dynastische Verbindungen, man heiratete gegenseitig. Und so kam es dann schließlich, dass in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts also eine norwegische Linie dieser Earls ausgestorben war und durch die Nachfolgerechte eben hier schottische Earls an die Macht kamen auf den Orkneys. Aber das bedeutete natürlich noch nicht, dass das Teil von Schottland war, sondern es waren immer noch Lehnsleute dann der norwegischen bzw. dänischen Könige, bloß dass sie eben kulturelle Schotten waren. Ihr seht also, das vermischte sich immer mehr, diese norwegische und schottische Kultur. Ein ganz besonderes Ereignis fand 1290 hier statt, und zwar vor allem dann, wenn man sich für Was-wäre-wenn-Konstellationen interessiert. Denn es gab zu dieser Zeit eine ganz prekäre Situation. Die schottische Thronfolge lag brach, beziehungsweise es gab nur eine Thronerbin und das war die norwegische Königstochter Margarete, ich glaube ein 7-jähriges Mädchen. Und die war also die schottische Thronerbin und es war alles sehr kompliziert und die schottischen Großadligen, die haben sie anerkannt, aber die Beziehung mit England wollte man gleichzeitig auch nicht in Frage stellen und so gab es komplizierte Verhandlungen, die dazu führten, dass man sich darauf einigte, dass diese norwegische Prinzessin den als schottische Thronerbin den englischen Erben von Edward I. heiraten sollte. Wenn das erfolgt wäre, und es war wirklich kurz davor, dann wäre die Geschichte ganz anders gelaufen. Dann hätte es eine große Personalunion zwischen England, Wales, Schottland und Norwegen gegeben. Eine gemeinsame Dynastie in gewisser Weise. Aber eben diese junge Prinzessin, dieses Mädchen, war von angeschlagener Gesundheit und sie ist hier in Kirkwall auf dem Weg nach Schottland, auf dem Weg gewissermaßen zur Krönung und zur Verlobung ist sie gestorben, sodass dies nicht erfolgt ist. Dann begannen schottische Machtkämpfe und ein Bürgerkrieg und so weiter. Dann wurde es ganz kompliziert. Die letzte große, entscheidende politische Zäsur im Mittelalter für die Orkneys war schließlich das Jahr 1468. In diesem Jahr gab der dänische König Christian I. die Orkneys als Mitgift für seine Tochter Margaret, für die Hochzeit seiner Tochter mit James III., mit dem schottischen König, mit in diese Ehe. Und damit wanderte schließlich ganz offiziell die Orkneys, also vom dänischen Königshaus, vom dänischen Königsgebiet in das schottische Gebiet hinein und seitdem gab es hier nicht nur schottische Earls, sondern es war tatsächlich Teil des schottischen Königreiches und ist es dann bis heute geblieben. Dieser Wechsel ins schottische Königreich hat den Orcadians aber nicht immer nur Freude bereitet. Bis heute im Gedächtnis blieb die grausame Herrschaft des schottischen Earls Patrick Stuart, auch Black Patty genannt. Dieser erbaute sich um 1600 direkt gegenüber der Kathedrale in Kirkwall einen prächtigen Prunkbau, der heute als einer der schönsten Renaissancebauten Schottlands gilt. Um diesen zu bauen, mussten die Inselbewohner jedoch viele Jahre lang harte Frondienste leisten und hohe Steuern bezahlen. Wegen diverser begangener Grausamkeiten und seiner hohen Verschuldung wurde Black Patty schließlich im Jahr 1615 in Edinburgh hingerichtet. Schon 150 Jahre später, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, war das einstige Prunkschloss nur noch eine Ruine. Eine Sache, die mich nahezu komplett wahnsinnig macht, ist die Art und Weise, wie hier in Großbritannien offenbar abgeschlossen wird. Vor allem, weil ich nicht verstehe, warum das so ist. Also beim Aufschließen ist es ganz normal. So wie wir das kennen, man schließt rum, kann die Tür öffnen. Aber beim Abschließen kommt die große Magie ins Spiel, weil wenn man jetzt hier rechts rumdreht, dann passiert gar nichts.
sondern man muss Folgendes machen. Man muss mit der zweiten Hand diesen Griff nach oben drehen und dann kann man abschließen. Ja, Leute, warum? Warum kann man nicht einfach so abschließen? Welchen Zweck hat das? Es ist super kompliziert. Man muss immer zwei Hände frei haben. Wenn man irgendwie einen Beutel dabei hat, muss man ihn abstellen. Echt nervig.